Hi, mein Name ist Matthias und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video lernst du drei wichtige Einsteigerfunktionen in Microsoft PowerPoint. Wie du hier siehst, habe ich mir eine Online-Vorlage in Microsoft PowerPoint reingeladen. Wie das Ganze funktioniert, erfährst du in einem anderen Video. Das Video ist in der Videobeschreibung verlinkt. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, wozu ein Textfeld in Microsoft PowerPoint eigentlich da ist und dient. In Microsoft PowerPoint hat man ja verschiedene Folien, wo verschiedene Informationen bei der Präsentation gezeigt werden. In den meisten Fällen sind auf diesen Folien verschiedene Stichwörter zu sehen. Hierzu wird ein Textfeld bzw. Textebenen verwendet. Du kannst ebenfalls Textfelder nutzen, um verschiedene Sachen in Bildern oder unterhalb von Bildern, in Videos oder sonstige Elemente zu beschriften. Gut, wie fügst du nun ein Textfeld ein? Um ein Textfeld einzufügen, gehst du hier oben auf Einfügen und hier rechts auf Text auf Textfeld. Nun siehst du, dass sich dein Mauszeiger etwas verändert hat und du kannst nun mit gedrückter linker Maustaste hier ein Textfeld großziehen, wo du möchtest. Es öffnet sich nun dieses Textfeld und du kannst hier einen Text eingeben. Hast du deinen Text eingegeben, siehst du hier an den Ecken und in der Mitte des Textfeldes verschiedene Punkte. Mit diesen Punkten kannst du mit gedrückter linker Maustaste das Textfeld größer oder kleiner machen. Hier oben mit diesem Kreis kannst du das Textfeld ebenfalls drehen. Achtung hierbei, der Text dreht sich mit. Ebenfalls kannst du hier an den Strichen das Textfeld mit gedrückter linker Maustaste verschieben. Gut, wie formatierst du nun ein Textfeld? Zu dem Zeitpunkt, wo du ein Textfeld eingefügt hast, hat sich hier oben in der Tab-Leiste ein neuer Tab geöffnet mit den Zeichentools. In den Zeichentools kannst du alle Einstellungen bezüglich des Textfeldes anwenden. Hier links finden wir die Formenarten. Hier gibt es, wenn du auf diesen kleinen Pfeil hier drückst, verschiedene Vorlagen, mit welcher du dein Textfeld bearbeiten kannst. Gefällt dir hier kein Design, kannst du eins weiter rechts, sprich hier, deine eigene Formatvorlage einstellen. Fangen wir an mit dem Fülleffekt. Klickst du hier drauf, so kannst du die Hintergrundfarbe auswählen. Unter weitere Füllfarben kannst du unter benutzerdefiniert deine Farbe im RGB-Code eingeben oder mit dem Hexcode der Farbe. Direkt darunter kannst du die Transparenz dieser Farbe einstellen. Mit einem Klick auf OK speicherst du das Ganze. Als nächstes haben wir hier die Pipette. Hast du beispielsweise ein Bild oder sonstiges reingeladen, so möchtest die Farbe aus dem Bild haben, klickst du da drauf und du siehst nun, dass du dir eine Farbe deines Bildschirms hier auswählen kannst. Direkt darunter unter Pipette haben wir ebenfalls Bild. Das heißt, hier kannst du ein Bild reinladen, welches du auf deinem Gerät gespeichert hast, welches im Anschluss als Hintergrundbild für das Textfeld dient. Darunter haben wir noch den Farbverlauf und die Struktur, sprich du kannst auch hier eine Struktur reinladen. Direkt darunter haben wir die Formkontur, wo du den Rahmen festlegen kannst mit denselben Einstellungsmöglichkeiten bei der Farbe und mit der Pipette. Darunter kannst du noch die Stärke einstellen, sprich wie dick der Rahmen ist und die Rahmenart, sprich welche Rahmen er haben soll. Direkt darunter hast du noch verschiedene Formeffekte wie Schatten, Spiegelungen, Leuchteffekte und so weiter. Direkt rechts daneben hast du verschiedene WordArt-Formate, welche für die Schriftart da sind. Klickst du hier auf den Pfeil, hast du wieder verschiedene Vorlagen für deinen Text. Hier weiter rechts kannst du dir ebenfalls dein eigenes WordArt-Format einstellen. Wieder wie vorhin bei den Formarten mit der Textkontur, der Textfüllung und den Texteffekten. Möchtest du allerdings deinen Text ganz normal bearbeiten, so kannst du hier diesen markieren mit doppeltem Maustastenklick, hier auf Start gehen und hier ganz normal unter Schriftart und Absatz deinen Text formatieren. Gehst du nun zurück zu Formformat, findest du eins weiter rechts den Alternativtext. Dieser ist bei Textfeldern eher nicht so sinnvoll, weil eher ein Text dargestellt wird,
Allerdings, wenn du darauf klickst, öffnet sich dieses Fenster und du kannst ein, zwei Sätze eingeben, welcher dieses Textfeld beschreibt. Als Beispiel hast du im Textfeld nur ein Hintergrundbild oder eine Farbe, dann kannst du hier diesen Satz beschreiben, damit eben Menschen mit kognitiven Einschränkungen das ebenfalls verstehen. Eins weiter rechts haben wir Ebene nach vorne und Ebene nach hinten. Hast du mehrere Ebenen bzw. Elemente in deiner Folie, so kannst du hier die Ebenen aneinanderreihen, sprich nach vorne und nach hinten, welches überlappend ist und welches nicht. Als kleines Beispiel zeige ich hier mal, ich schiebe das Ganze hier hin und mache die Ebene nach hinten, also in den Hintergrund, und wir sehen nun, dass hier dieses Bild im Hintergrund über dem Textfeld ist und auch alles andere. Mache ich das Ganze in den Vordergrund, sehen wir den Inhalt wieder. Eins weiter rechts können wir das Textfeld noch drehen, sprich Linksdrehung oder Rechtsdrehung um 90 Grad oder vertikal oder horizontal spiegeln, und eins weiter rechts kannst du noch die exakte Größe einstellen. Wie du hier siehst, habe ich mir eine Online-Vorlage in Microsoft PowerPoint reingeladen. Wie du das machst, erfährst du in einem anderen Video. Das Video ist in der Videobeschreibung zu finden. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Tabellen eigentlich sind und wozu man diese anwenden kann. Tabellen dienen in Microsoft PowerPoint bzw. auch in Word und in Excel dazu, verschiedene Daten aufgelistet in Spalten und in Zeilen darzustellen. Das heißt, man kann beispielsweise Fakten, Aufzählungen oder Zahlen und Daten angeben. Gut, wie fügt man nun eine Tabelle ein? Um eine Tabelle einzufügen, gehst du hier oben auf Einfügen und nun hier links auf Tabelle. Hier kannst du nun entweder eine Tabelle hier mit dem Darüberfahren selber zeichnen und selbst bestimmen, sprich die Spalten und die Anzahl der Zeilen, oder du gehst hier unten auf Tabelle zeichnen und zeichnest diese selber. Wir nehmen jetzt hier einmal eine 3x3 Tabelle und wir sehen hier nun schon die Vorschau. Wir können an den Kanten, sprich hier mit gedrückter linker Maustaste, die Tabelle ebenfalls verschieben. In der Mitte der jeweiligen Kanten kannst du die Tabelle größer oder kleiner ziehen, sprich angepasst. Wichtig hierbei ist, der Inhalt der Zelle wird ebenfalls anhand der Spalten angepasst. Das heißt, hast du beispielsweise wie hier drei Spalten, so wird die Tabelle genau immer gedrittelt, wenn du es mit den Kanten machst. Gleichzeitig kannst du an den Eckpunkten dieser Tabelle diese größer und kleiner ziehen. Hast du deine Tabelle eingefügt, siehst du hier oben zwei neue Tabs, einmal den Tabellenentwurf und einmal das Layout. Fangen wir an mit dem Tabellenentwurf. Hier links findest du die Tabellenformatoptionen. Das heißt, möchtest du zum Beispiel eine Überschrift haben, sprich die erste Spalte bzw. die erste Zeile hier oben soll eine Überschrift haben, dann kannst du dieses anhaken. Nun grenzt sich diese Zeile hier farblich anhand der anderen ab. Direkt darunter kannst du noch andere Einstellungen vornehmen. Eins weiter rechts findest du sogenannte Tabellenformatvorlagen. Das heißt, klickst du hier auf den kleinen Pfeil, so öffnet sich Folgendes und du kannst hier deinen Stil deiner Tabelle festlegen. Wichtig hierbei ist, entweder du wählst hier eine Formatvorlage aus, oder du minimierst das Ganze wieder, indem du hier hinklickst, markierst deine gesamte Tabelle und erstellst hier weiter rechts, zum Beispiel bei Schattierung und Rahmen und den Effekten, deine eigene. Klickst du auf Schattierung, so kannst du nun die Einstellungen deiner Füllfarbe auswählen. Unter weitere Füllfarben kannst du deinen eigenen, unter Benutzer definiert, RGB oder Hexcode der Farbe eingeben. Ebenfalls kannst du hier eins weiter darunter die Transparenz der Farbe anpassen. Mit einem Klick auf OK speicherst du das Ganze. Weiter unten unter Schattierung findest du die Pipette. Hast du beispielsweise ein Bild eingefügt oder etwas anderes, woraus du dir die Farbe ziehen möchtest, so kannst du darauf klicken und siehst nun, dass dein Mauszeiger in eine Pipette verwandelt wurde.
Hier kannst du nun deine Farbe auswählen aus dem Bildschirm. Eins weiter unten kannst du ein Bild als Hintergrund in deine Tabelle einfügen, einen Farbverlauf bestimmen oder eine Struktur als Hintergrund einfügen. Unter dem Punkt Rahmen kannst du die Rahmenart deiner Tabelle bestimmen. Das heißt, alle Rahmenlinien, nur Rahmenlinien außen, oben, unten, links und rechts. Ebenfalls kannst du für die Tabelle für einzelne Spalten oder Zellen eigene Rahmen machen. Das heißt, möchtest du einen Rahmen nicht über die gesamte Tabelle bestimmen, sondern beispielsweise hier in der Mitte, so klickst du in die Zeile hier rein und gehst nun auf Rahmen. Nun wirkt sich diese Rahmeneinstellung ausschließlich auf diese Zeile aus. Dasselbe gilt auch für die Hintergrundfarbe. Möchtest du nun zurück, um wieder die ganze Tabelle zu bearbeiten, klickst du hier an die Kante und nun betreffen die Änderungen wieder die gesamte Tabelle. Darunter kannst du noch verschiedene Effekte einfügen, wie beispielsweise Schatten oder eine Spiegelung. Eins weiter rechts hast du Schnellformatvorlagen für den Text innerhalb der Tabelle. Wichtig hierbei ist, du kannst hier ebenfalls deinen eigenen Text bestimmen, genau dasselbe Prinzip wie bei den Tabellenformatvorlagen. Ebenfalls kannst du den Text innerhalb deiner Tabelle unter Start und Schriftart und Absatz bestimmen. Eins weiter rechts kannst du neue Tabellen zeichnen bzw. bestehende Zellen bearbeiten, also radieren. Ein kleiner Tipp hier, möchtest du jetzt hier in dieser Tabelle eine weitere Zeile hinzufügen, so reicht es aus, wenn du hier in diese Zeile gehst und eine Tabulator-Taste drückst. Gut, kommen wir nun zum Layout. Klickst du hier oben auf Layout, so kannst du hier neue Spalten bzw. neue Zeilen einfügen oder gesamte Zeilen oder Spalten löschen. Klicke hierzu auf Darüber einfügen, Darunter einfügen, um neue Zeilen einzufügen oder Links und Rechts einfügen für eine neue Spalte. Auch hier wird wieder die Skalierung beibehalten, sprich in unserem Fall ein Viertel. Eins weiter rechts kannst du die Zellen verbinden bzw. die Zellen teilen. Das heißt, klickst du hier zum Beispiel rein und gehst hier auf Zellen teilen, so kannst du bestimmen, in wie viele Spalten und in wie viele Zeilen. Klicken wir hier nun auf OK, sehen wir, wir haben nun zwei Spalten innerhalb der Zelle eingefügt. Möchtest du nun Zellen verbinden, markierst du diese Zellen, die du verbinden möchtest und klickst auf Zellen verbinden. Eins weiter rechts kannst du noch die Höhe und die Breite bestimmen. Wenn du die ganze Tabelle hast, betrifft es die gesamte Tabelle. Wenn du nur eine Zeile oder Spalte markiert hast, betrifft es ausschließlich das. Eins weiter rechts kannst du die Zellen verteilen bzw. auch die Spalten verteilen. Das ist das ähnliche Prinzip wie beim Zusammenführen. Eins weiter rechts siehst du noch die Ausrichtung deines Textes und hier weiter rechts siehst du die einzelnen Ebenen nach vorne und nach hinten. Das heißt, möchtest du eine Tabelle über einem anderen Element platzieren, so kannst du dies hier tun. Bevor wir nun in die Anwendung gehen, erkläre ich noch kurz, was Übergänge eigentlich sind. Übergänge dienen in Microsoft PowerPoint dazu, einen Übergang von einer Folie auf die andere zu gestalten. Das heißt, dies wird als Stilelement eingesetzt und um die PowerPoint noch etwas hochwertiger zu gestalten. Gut, wie fügst du nun einen Übergang in einer Folie ein oder auf allen Folien? Um einen Übergang einzufügen, gehst du hier oben auf den Reiter Übergänge. Nun siehst du hier schon dieses Menü. Hier in der Mitte siehst du die verschiedenen Übergänge, welche dir Microsoft zur Verfügung stellt. Hier kannst du einmal auf einen Übergang draufklicken und du siehst nun hier die Vorschau dieses Übergangs. Sprich, wie es aussehen wird. Wichtig hierbei ist, es gibt ebenfalls andere Methoden, wie man verschiedene Übergänge erstellt, hierzu mehr in einem anderen Video. Hast du nun hier einen Übergang für deine Präsentation gefunden? Hierbei gilt es zu sagen, es ist empfehlenswert, dass man auf jeder Folie denselben Übergang nimmt,
so kannst du hier auf der rechten Seite weitere Einstellungen tätigen. Fangen wir an mit den Effektoptionen. Für jeden Übergang, welche dir Microsoft zur Verfügung stellt, hast du in den Effektoptionen noch hier weitere Variationen dieses Übergangs. In unserem Beispiel beim Wischen haben wir von rechts, von oben, von links und so weiter. Klickst du darauf, so siehst du eine Vorschau dieses Übergangs. Eins weiter rechts hast du nun die genaueren Einstellungen, was genau beim Übergang passieren soll. Hier unter Sound kannst du einen kleinen Sound einspielen. Das heißt, du hast hier vorgefertigte Sounds, als Beispiel einen Applaus, wenn wir das mal drücken und hier auf Vorschau gehen, so wird dieser Sound abgespielt. Klickst du wieder darauf, so hast du auch andere Soundvorlagen. In der Praxis werden Sounds meistens nicht verwendet, gilt hier an dieser Stelle zu sagen. Hier direkt darunter hast du die Dauer des Übergangs, sprich wie lange soll dieser Übergang dauern. Hier kannst du die Sekundenzahl per Hand eintragen. Direkt darunter hast du auf alle Anwenden. Wie vorhin schon erwähnt, kannst du einen Übergang auf einer einzelnen Folie erstellen oder direkt hier auf alle Anwenden, sodass jede Folie diesen Übergang hat. Wichtig hierbei ist, drückst du hier auf alle Anwenden und stellst erst nachher hier verschiedene Einstellungen ein, so achte darauf, dass du noch einmal auf alle Anwenden drückst, sodass deine Einstellungen auch übernommen werden. Eins weiter rechts haben wir noch, wann soll der Übergang passieren? Beim Mausklick, was in den meisten Fällen der Fall ist, oder nach so und so vielen Sekunden. Das heißt, du kannst hier eine Sekundenzahl einstellen, wie lange diese Folie bei deiner Präsentation zu sehen sein soll. Hier kannst du anhaken oder abhaken. Zum Schluss dieses Videos noch eine kleine Empfehlung meinerseits, und zwar möchtest du dein Microsoft PowerPoint Wissen auffrischen oder erweitern, so empfehle ich dir den Microsoft PowerPoint Kurs von iLearn. Dort lernst du in aufbauenden Modulen das ganze Wissen rund um Microsoft PowerPoint, und in jedem dieser Module stehen dir zahlreiche Downloads in Form von Übungen, Hilfsmitteln und Vorlagen und sonstiges zur freien Verfügung. Am Ende des Kurses kannst du dein Wissen unter Beweis stellen und dir bei Erfolg dein Zertifikat abholen. Abonniere ruhig diesen Kanal für weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Ich freue mich auf dich, dein Matthias.